In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit den Fähigkeiten von Neugeborenen besprochen. Die Testung der Fähigkeiten von Neugeborenen erweist sich, verglichen mit denen von Erwachsenen, als vergleichsweise anspruchsvoll. Daten über das Verhalten von Neugeborenen werden überwiegend mit Hilfe von Beobachtungen gewonnen. Bei der Durchführung von psychologischen Experimenten wird die Situation so arrangiert, dass die einzelnen unabhängigen Variablen, also die Verursachungsvariablen, wie beispielsweise eine nach der Mutter riechende Windel, vorher genau festgelegt werden und zu deren Einfluss Hypothesen erarbeitet werden. Gemessen wird das Verhalten, also die abhängige Variable des Kindes, durch Beobachtung von zum Beispiel der Kopfdrehreaktion, der Herzschlagfrequenz und dem Saugen an einem Schnuller. Da es aus nachvollziehbaren Gründen unter anderem nicht möglich ist, sich mit dem Säugling zu unterhalten, ist man letztlich noch stärker als bei anderen psychologischen Experimenten auf eine subjektive Interpretation des Verhaltens durch die Forscherinnen und Forscher angewiesen. Hier folgt ein kurzer Überblick zu einzelnen der vielen Fähigkeiten der Neugeborenen. Zum Sehen. Neugeborene sind sehr kurzsichtig und eine Sehschärfe wie Erwachsene erreichen sie in der Regel erst ab dem Alter von 7 bis 8 Monaten. Kinder in diesem Alter betrachten bevorzugt kontrastreiche Bereiche und komplexe Muster. Nun zum Hören. Beim Fötus geht man davon aus, dass dieser ab der 11. Schwangerschaftswoche etwas nach Ausbildung der inneren Organe hören kann. So erkennt man beispielsweise eine Reaktion des Fötus auf laute Geräusche. Bei Neugeborenen wird beispielsweise beobachtet, dass diese ihren Kopf hin zur Geräuschquelle bewegen. Sie besitzen darüber hinaus zum Beispiel die Fähigkeit zur Unterscheidung von ähnlichen Schallereignissen, wie etwa im Fall von Menschenstimmen. Kleinkinder können dann zusätzlich mit ihren Ohren und Augen die Schallquelle gezielt suchen. Nun zum Riechen. Von Geburt an besitzen Menschen die Fähigkeit zur Unterscheidung von Gerüchen. So können sie beispielsweise den Geruch der eigenen Mutter und deren Muttermilch von einigen giftigen Substanzen unterscheiden. Nun zum Schmecken. Neugeborene sind bereits in der Lage, Geschmacksreize zu unterscheiden. Diese Fähigkeit zeigt sich unter anderem in der Bevorzugung süßer Flüssigkeiten durch das Baby. Nun zum Lernen und Erinnern. Neugeborene sind in der Lage, etwas zu lernen und damit dauerhaft ihre personale Disposition zu verändern. So können diese in Abhängigkeit von bestimmten akustischen Reizen lernen, ihren Kopf in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Lernen setzt den Abruf von Informationen bzw. Wissen aus dem Gedächtnis voraus. Beispielsweise dann, wenn Säuglinge sich an die Ursache-Wirkungszusammenhänge eines Mobiles erinnern können. Ein weiteres Beispiel für das Erinnerungsvermögen ist die Bevorzugung bestimmter Stimmen, wie etwa jener der Mutter, gegenüber anderen Frauen. Die Bevorzugung der Stimme der Mutter wird von einigen Forscherinnen und Forschern auf die pränatale, also die vorgeburtliche Zeit, zurückgeführt.